Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren kommt diese Sendung wieder aus dem Zürcher Oberland. Wir sind heute über den Mittag in der Garage Zwetzigen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Landstag, eine Zusammenarbeit von Teletop und den Zürcher Oberland Medien. Gestern ist im Zürcher Oberland in 33 Gemeinden gewählt worden. Einer, der den grossen Wahlsonntag relativ entspannt miterleben konnte, der ist heute bei uns. Er ist als Stadtpräsident von Wetzikon nicht mehr angetreten, gibt sein Amt im Juni ab. Und an wer, das wissen wir noch nicht, weil es nämlich zu einem zweiten Wahlgang kommt. Aber dass er heute bei uns ist, das wissen wir. Ganz herzlich willkommen, Rudi Rüfenacht. Danke vielmals. Ja, jetzt hat man ja ein bisschen das Gefühl, wenn der Stadtpräsident nicht mehr antritt, dann hat er einen ganz relaxten Sonntag gehabt. Das war in Ihrem Fall nicht so gewesen. Sie waren nämlich mit den Wahlen trotzdem beschäftigt gewesen, oder? Ja, das liegt in der Natur der Sache. Der amtierende Stadtpräsident oder auch Gemeindepräsident, der tut die Wahlen begleiten. Der muss schauen, dass es auch wirklich richtig gezählt wird. Der muss am Schluss die Protokolle unterschreiben. Und dann habe ich meinen Sonntag, wie viele andere auch, Exekutivmitglied im Stadthaus verbracht. Das ist ja so etwas, wo die, die wählen oder abstimmen, gar nicht so wissen, was hinter den Kulissen nachher passiert mit diesen Listen und diesen Gouverts, die eintreffen. Wie viele Leute sind da zum Beispiel gestern im Einsatz gestanden? In Wetzikon sind gestern zwischen 80 und 100 Leute im Einsatz gewesen. Die haben morgen um 8 Uhr angefangen. Es haben schon den ganzen Samstag alle Vorbereitungsarbeiten, die man darf machen nach dem Gesetz, gemacht. Und haben von morgen um 8 Uhr an bis etwa um 4 Uhr, wo wir fertig waren, all die Auszählungen gemacht. Und die Wahlen so begleitet, dass wir eben so schnell und auch sicher das richtige Resultat haben können auszählen. Wir leben ja im digitalen Zeitalter. Ich nehme an, da wird einfach jeder Wahlzettel gescannt und dann spuckt der Computer das Resultat raus, oder? Ich wäre auch auf dieser Seite. Ich würde es gerne so haben, aber so ist es nicht. Es ist natürlich, gerade bei den Wahlen, die wir jetzt hatten, mit dem Parlament und mit Stadtrat und Schule, so, dass ja jeder hat können die Wahlzettel verändern konnte. Das heisst, wenn das zur Urne auskommt, dann werden die mal nach Farben sortiert. Und dann tut auf jedem Wahlzettel jemand kontrollieren, was ist verändert worden, tut die entsprechenden Nummern herschreiben. So, dass man eigentlich näher das Ergebnis vom Wahlzettel physisch in den Computer überträgt. Mhm. Und das gibt dann eigentlich das Resultat, das im Computer zusammengestellt wird. Selbstverständlich werden dann noch unregelmäßige Stichproben gemacht. Das heisst, nach dem Zufallsprinzip werden ganz bestimmte Bünde nochmal rausgenommen und nochmal kontrolliert, sodass man die Fehlerquellen von der Eingabe oder eben vom falschen Übertragen kann minimieren kann. Aber Sie sagen minimieren, das heisst, es kann schon mal ein Fehler geben beim Auszählen? Ja, das kann ein Fehler geben beim Auszählen, das ist in einem kleinen Bereich. Wir haben vor vier Jahren, wo es um zwei oder drei Stimmen gegangen ist, beim Stadtrat zum Beispiel, dann nimmt man die nochmal vor und tut die anzählen, wenn es um ganz, ganz wenige Stimmen geht. Und wenn es so ist, dass die Ergebnisse klar sind, dann kann mal eine Stimme falsch sein, ohne dass man es gemerkt hat. Aber ich glaube, wir haben bei uns in der Stadtverwaltung sehr sorgfältig gearbeitet. Das merken wir auch, wenn wir die Stichproben durchgehen, dass wir dort einfach sehr, sehr wenige Fehlerquellen haben. Und damit bin ich ganz sicher, dass wir das korrekte Resultat publiziert haben. Ja, wir können es nicht überprüfen, es ist, wie es ist. Ich nehme an, als Stadtpräsident ist mir auch ein bisschen gewundert, wer dann allenfalls der Nachfolger wird. Wie oft sind Sie schauen, wie es so steht rund um die Stadtpräsidentenwahl? Ja, ich bin kurz vor der 10 im Stadthaus gewesen und von dort habe ich laufend immer wieder geschaut. Also wir sehen auf dem Computer natürlich, wenn die eben eingegeben werden, sehen wir immer Zwischenresultate. Wir haben dann für unsere Partei und meine Stadtratskollegen das Angebot gemacht, dass wir so wie den Zwischenstand auch durchgegeben haben oder eine Hochrechnung eben gemacht haben. Das interessiert natürlich sehr. Es geht ja am Schluss darum, dass man sich lang und viel mit dem beschäftigt hat und eine möglichst gute Zusammensetzung im Sinn, wie ich sie gut finde, gerne will haben in Zukunft. Und darum ist man sehr interessiert, was passiert. Sie sagen im Sinn, wie ich es gerne hätte. Das ist aber nicht unbedingt das Resultat, dann, das die Wähler und Wählerinnen abgeben. Wie ist es denn jetzt so rausgekommen? Wie finden Sie denn, wie der Stadtrat sich jetzt neu zusammensetzt? Ich finde, der Stadtrat
hat eine gute Zusammensetzung für die Zukunft zu gehen. Es hat sich meiner Meinung nach von der Grundhaltung her vom Stadtrat nicht wirklich wahnsinnig viel geändert. Außer dass Ihre Partei nicht mehr dabei ist. Richtig, unsere Partei ist nicht mehr vertreten. Ich bin aber persönlich schon stark mit meiner Partei verbunden. Aber ich habe auch viel Gedankengut, das ähnlich ist wie das von der FDP. Also ich bin vielleicht eher auf der rechten Seite von der EVP anzusiedeln. Und von dem her finde ich, eigentlich hat sich da nicht so viel verändert. Was ich schon sehr gut finde, dass die Grüne Partei jetzt tatsächlich auch Vertretung hat im Stadtrat. Die grünen Anliegen, die gehen alle etwas an. Das haben wir auch alle längstens gemerkt. Und wenn wir uns in der Sachpolitik bewegen, dann ist uns das allen wichtig gewesen. Und jetzt hat das einfach explizit auch noch Stimmen bekommen. Also von dem her freue ich mich auf die zukünftige Politik in Wetzigen. Dass es Ihre Parteikollegin nicht geschafft hat im Stadtrat, enttäuscht Sie nicht? Molles enttäuscht mich natürlich sehr und ich hätte ihr die Wahl auch sehr gönnen können. Auf der anderen Seite muss man auch realistisch sein. Wir sind eine kleine Partei, wir haben ein relativ kleines Wählerpotenzial und haben einerseits im Parlament die 3 Sitze können halten, die wir uns vorgenommen haben. Und andererseits hat Pia Ernst ein hervorragendes Wahlresultat gehabt. Sie war sehr gut positioniert und sehr nah dran von den Stimmen. Also sie hat weit über das Potenzial aus von unserer Partei können Stimmen abholen. Ein bisschen enttäuschend war die Wahlbeteiligung. Ich glaube, Wetzikon hat ziemlich die tiefste Wahlbeteiligung gehabt, mit 29%, also nicht einmal ein Drittel. Und wir haben ja heute ein bisschen Publikum da. Kann man davon aus, der eine oder andere war gestern gewesen, wählen. Wie viele sind das gewesen? Mal schnell Hand auf. Gut, das ist jetzt eben die nicht repräsentative Umfrage. Das sind fast alle, die da aufstrecken oder mindestens den gleichen tun. Überprüfen können wir es nicht. Und trotzdem, dass die Wahlbeteiligung ist schon ein bisschen enttäuschend, oder? Ja, die Wahlbeteiligung enttäuscht mich auch. Jetzt ist, wir haben vor 4 Jahren sind wir bei 32-33%. Das ist auch nicht wahnsinnig gut. Nein, auch nicht wahnsinnig gut. Und jetzt sind wir eben noch tiefer. Und mit enttäuscht das insofern, wenn man denkt, was heute in der Welt passiert. Und wir können selber bestimmen, wer uns in der Exekutive und in der Legislative vertritt. Und offensichtlich ist das bei uns so selbstverständlich, dass sich halt viele Leute um das nicht mehr kümmern und sie denken, das wird schon gut und die machen das gut und gehen dann nicht abstimmen. Und eigentlich ist es schade, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man nicht wählen tut. Heisst denn das aber im Umkehrschluss auch, dass 2/3 sich eigentlich gar nicht interessiert für die lokale Politik? Ich kann das nicht so sagen. Ich höre Stimmen, die sagen, ja, es hat niemand, der für mich wählbar ist. Also das insbesondere eher von den jüngeren Generationen, die in gewissen Bereichen sagen, da hat es niemand, der mich ansprechen tut oder wo meine Stimme wird vertreten. Und auf der anderen Seite sieht man ja, dass sie im Parlament recht viele Junge gewählt wurden. Also da hat man gemerkt, dass dann die Leute die Stimme bekommen haben. Ich weiss es nicht sicher, ob sie sich wirklich nicht interessieren. Vielleicht wäre es, also wir sehen es, oder? Wir haben am 15. Mai die Wahl zum Präsidenten der Stadt. Wir haben dort dann auch noch andere Vorlagen zum Behandeln und ich hoffe, der ist die Stimmbeteiligung entsprechend viel grösser. Aber dann ist es wieder so, Sie gehen nicht wählen, weil man den Stadtpräsident wählt, sondern weil es noch andere Sachgeschäfte gibt, oder? Genau, das ist immer ein Nachteil, wenn man nur so Wahlen hat und keine andere Sachgeschäfte, weil dann tut man halt nur die wirklich mobilisieren, die sich für das interessieren. Mhm. Sie selber geben das Amt dann im Juni ab, wenn dann eben der zweite Wahlgang durch ist und klar ist, wer für die nächsten 4 Jahre Stadtpräsident oder Stadtpräsidentin wird. Was ist denn bis dahin jetzt noch Ihre wichtigste Aufgabe? Ja, bis Ende Juni ist der Stadtrat voll im Amt. Das heisst, alle Aufgaben, die wir bis jetzt hatten, die letzten 4 Jahre, die gehen bis Ende Juni. Und es ist so ein bisschen in der Natur der Sache. Wir haben ganz viele Sachen angerissen, aufgeleistet und jetzt gibt es ganz viele Entscheidungen noch zu treffen. Das sind Entscheidungen, wo es vielleicht darum geht, dass wir
eine Planung, die fast fertig ist, noch mit dem Stadtrat abschliessen kann. Es geht aber auch darum, dass die ganz vielen Bauabrechnungen, die in der Zeit von uns in Kredit gesprochen wurden, möglichst viel von denen auch abrechnen tut. Nicht, dass man so Altlasten am nächsten Stadtrat weitergibt. Wir haben auch ganz viele Aktivitäten verschoben vom letzten Herbst auf den Frühling, zum Beispiel den Chapeau, also die Auszeichnung für unsere Kulturschaffenden oder auch das Treffen mit den Unternehmern von Wetzig, das haben wir alles im Frühling verschoben. Also wir haben alle eine komplett volle Agenda bis Ende Juni, weil einfach ganz ein Haufen Geschäfte anstehen, die noch erledigt werden müssen. Da sind Sie immer noch in diesem agendatriebenen Amt drin und dann kommt dann irgendwann der Juli und dann ist das alles nicht mehr so. Gehen Sie dann in ein Loch? Ja, vielleicht kann es passieren, dass Sie in ein Loch gehen. Ich glaube eigentlich nicht daran. Schlussendlich ist das, wo ich mich darauf freue, dass ich vielleicht auch mal ein Wochenende verbringe, ohne dass ich daran denken muss, wenn ich jetzt mehr Zeit nehme für Velofahren zum Beispiel, dass ich dann irgendeinmal irgendetwas noch muss zwischen quetschen, das ich eben eigentlich über das Wochenende erledigen soll. Jetzt machen Sie ja das Amt schon recht lange. Haben Sie das Gefühl, Sie werden nachher immer noch überall eingeladen? Ja, vielleicht werde ich eingeladen. Oder sind Sie froh, dass das Rentchen weg ist? Ich werde sicher nicht immer und überall gehen. Vielleicht gibt es die eine oder andere Veranstaltung, wo ich gehen will, weil mich immer noch interessieren. Aber ich kann dann ja selber frei bestimmen, ob ich gehen will oder nicht. Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt das wichtigste Projekt für Wetzikon in den nächsten Jahren? Auch wenn Sie nicht mehr aktiv mitschaffen können oder wollen mitschaffen? Es gibt aus meiner Perspektive nicht ein wichtiges Projekt. Aber wir haben viel zu machen in der Bildung, also bei den Jungen, die Infrastruktur erneuern, ergänzen im Bereich der Schule. Das ist eines der grossen Themen. Ein weiteres grosses Thema ist im Alter. Wir müssen unser Alterswohnheim der zukünftigen Gegebenheiten anpassen. Wir haben Strategie ja verabschiedet. Altersstrategie, dort gibt es ganz Haufen zu machen. Und einer der wichtigsten Aspekte in der Zukunft, meiner Meinung nach, ist der Umbau von der Energieversorgung. Also zum Beispiel das Fernwärmethema, wo wir dran am Arbeiten sind, von der KEZO. Schauen, dass wir umweltfreundlichen Strom produzieren können, dass wir mit der Gasversorgung anders umgehen. Da hat es ganz Haufen Themen im Umweltbereich. Also es sind die drei grossen Themen, glaube ich, die Wetzig in Zukunft wird beschäftigen. Ich bin ein überrascht, weil eigentlich habe ich gedacht, das käme ins Verkehrsthema, weil das ist ja auch eines der ganz grossen Themen, immer und immer wieder. Ja, das Verkehrsthema ist die Wetzigen Dauerbrenner. Es ist ein Problem, das wir einfach nicht allein lösen können in Wetzigen. Wir sind da recht stark mit dem Kanton verbunden. Also die Strasse, die da aussen durchgeht, die Bahnhofstrasse, die gehört dem Kanton. Die Strasse, die von Pfäffiken auf Hinwil geht, gehört dem Kanton. Und auch die Zürich-Rapperswiler Strasse, die Verbindung zwischen Hinwil und Uster macht, gehört mittlerweile nicht mehr dem Kanton, sondern dem Bund. Und damit sind wir einfach von all denen abhängig, bei allem, was wir machen. Und darum können wir zwar ganz viele Ideen haben und ganz viele Wünsche haben, aber wir müssen die gemeinsam lösen. Abgesehen von dem, wir können den Verkehr allein in Wetzigen nicht lösen. Wir haben den Verkehr aus dem Umfeld, der auf Wetzigen kommt. Die Leute, die auf den Bahnhof Wetzigen wollen, mit dem ÖV. Und wir können das in der Region lösen, aber nicht mehr für uns allein hier in Wetzigen. Und gleich für die Einwohner und Einwohnerinnen wirkt es so ein bisschen, wie wenn einfach nichts passieren würde, wie wenn sie immer so ein bisschen treten an Ort wäre. Ärgert Sie das ein bisschen? Ich weiß nicht, ob dieser Eindruck so stimmt. Ich sehe natürlich anders dran. Ich habe einen anderen Eindruck. Wir haben in den letzten 4 Jahren sehr viel im Bereich des Verkehrs gemacht, vor allem im Bereich des Langsamverkehrs. Da hat es ganz Haufen Projekte, die auch in der Pipeline sind, die in der Planung sehr weit sind, die bald einmal ausgeführt werden können. Also wir haben den grossen Schritt gemacht, was eben genauso wichtig ist wie beim motorisierten Verkehr etwas zu machen. Was glauben Sie denn, in welcher Zeit passiert mal etwas? Ich glaube, es passiert jeden Tag etwas und jede Woche etwas, aber halt im Kleinen. Es gibt in Wetzigen nicht den grossen Wurf, der das Problem lösen kann. Und das wird auch in Zukunft nicht so sein?
Ich glaube, das ist in Zukunft auch so. Wetzikon ist die sechstgrösste Stadt im Kanton mit rund 25'000 Einwohnern. Wie viel Wachstum magst du da noch leiden? Da höre ich sehr unterschiedliche Stimmen. Ich höre Stimmen von Wetzikern, die sagen, wir wollen nicht wachsen. Wir wollen gerne eigentlich noch so bei diesen 15'000 Einwohnern bleiben, die wir mal vor 10 oder 15 Jahren hatten. Und andere äußern sich so nicht so äußern. Wir können einfach sagen, in der Raumplanung des Kantons ist klar, dass wir zu dem Gebiet gehören, das wachsen soll. Wir haben in der Nutzungsplanung ein Potenzial zwischen 32.000 und 35.000 Einwohnern, wo wir aufgrund der Ortsplanung eigentlich unterbringen könnten. Und ich gehe davon aus, dass wenn im 35. der S-Bahn-Ausbau fertig ist mit dem Doppelspurausbau, mit dem Ausbau vom Stadelhof und wir fast einen 7-Minuten-Takt auf Zürich haben, dass wir dann sowieso immer noch einen höheren Siedlungsdruck haben. Also ich gehe davon aus, dass das Potenzial, das Wetzikon hat im Wachstum, eben so 33.000, 34.000 Einwohner in den nächsten 15, 20 Jahren wird passieren. Aber Wachstum heisst ja dann im Umkehrschluss auch wieder mehr Verkehr. Wachstum heisst auch, es braucht in der Verwaltung Anpassungen und in der Infrastruktur, oder? Ist man dann da parat? Ja, in der Verwaltung braucht es natürlich Anpassungen, aber bei der Verwaltung ist das irgendwie auch einfacher. Unsere Verwaltung, die hat einen Haufen Mitarbeiter, die direkt im Stadthaus so um die 200 Mitarbeiter und das ist ein Prozess, der täglich läuft in der Verwaltung. Also wir sind in einem stetigen, kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Da werden immer wieder Anpassungen gemacht. Und das wächst und verändert sich stetig mit den Herausforderungen. Wir haben dort einen Haufen Sachen, die helfen, dass wir die Arbeit speditiver erledigen können. Sie haben es gesagt, oder wenn wir digital abstimmen und wählen könnten, ging das schneller. Wir haben an anderen Orten die digitale Welt, wo wir Gas geben und einführen tun, wo wir Unterstützung bekommen, dass eben effizienter die gleiche Arbeit gemacht werden kann. Das gehört einfach zu diesem Prozess dazu. Sie haben das E-Voting angesprochen. Wären Sie da dafür? Ich persönlich wäre dafür. Ich höre aber von meinem Sohn, der sich um Informatik und Cybersicherheit kümmert, eben, wie gross die Probleme sind und wie schwierig dass das sicher zu machen ist. Also wir müssen natürlich, wenn wir das machen wollen, müssen wir sichere Lösungen haben. Und im Moment sind wir, glaube ich, noch nicht an diesem Punkt. Wenn es ums Wachstum geht, dann stellt sich auch die Frage nach der Lebensqualität. Wie würden Sie die einschätzen in Wetzikon? Ich finde, Wetzikon hat eine wahnsinnig hohe Lebensqualität. Ich habe in meinem Leben nicht so in vielen verschiedenen Gemeinden gewohnt. Also ich bin in Bernbiet aufgewachsen und dann direkt auf Dübendorf gekommen und dann mit einem kurzen Abstecher über nach der Stadt, am Stadtrand, dann auf Wetzikon. Und ich bin nicht vergeben jetzt die letzten 30 Jahre in Wetzikon. Ich finde, man hat hier alles. Man hat die Kultur, die man geniessen kann. Man kann einkaufen. Man kann aber direkt in die Natur rausgehen und Sport treiben. Man kann sich bewegen. Man hat alles, was man braucht. Und ich glaube, das ist eine riesige Qualität, die Wetzikon hat. Und das geniesse ich jeden Tag. Obwohl Sie schon so lange da sind, aber gegen den Dialekt wehren Sie sich hartnäckig, he? Das ist die Sicht vom Zürcher. Wenn ich es daheim höre, zu Bern, dann sagen sie alle, ich rede Zürichdeutsch. Sie sind unter anderem auch Präsident von der Standortförderung vom Zürcher Oberland, hat sich so ein bisschen neu aufgestellt. Was sind die wichtigsten Eckpfeiler für das Amt oder respektive was muss die Standortförderung Zürich Oberland leisten? Ja, dass wir die Standortförderung Zürich-Oberland in diesem Verein zusammenführen konnten, das war per se schon eine grosse Leistung eigentlich. Bis jetzt haben drei Vereine die Standortförderung gemacht. Der eine hat sich um Tourismus gekümmert, der andere war im Bereich der Pro-Zürcher Berggebiete unterwegs. Wir hatten aber auch einen Teil, der sich um Gesellschaft und um Kultur gekümmert hat. Und das waren alles separate Organisationen. Und wir haben die Organisation jetzt zusammenführen in einem Verein und können dort jetzt gemeinsam für das ganze Zürich-Oberland von einer kleinen Gemeinde wie Fischental bis zu einer grösseren Stadt als Wetzikon auf Huster aber die gemeinsamen Interessen bündeln. Zusammen von der Wirtschaft
und der Politik, aber auch mit Kulturschaffenden und Menschen eben aus der Gesellschaft Lösungen finden für uns alle hier in der Region. Nicht jeder für sich, sondern wir gemeinsam miteinander, weil wir nicht alle Probleme allein lösen können. Sie bleiben auch Präsident, wenn Sie nicht mehr Stadtpräsident sind. Dann haben Sie vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit, sich dieser Aufgabe zu widmen. Wenn man Standortförderung hört, also was ist denn ein herausragendes Merkmal vom Standort Zürich-Oberland? Das ist sehr ähnlich wie in Wetzikon. Es ist so, dass wir eine enorme Vielfalt haben von Naturlandschaft im Bereich des Töstal, wie aber auch von hochentwickelten Betrieben und Firmen in Wetzikon, Uster, in Hinwil und Rüti. Also wo wir eigentlich eine wahnsinnige Vielfalt haben von verschiedenen Sachen, die eben unsere Region so lebenswert macht. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass man da so ein bisschen miteinander wetti. Dann sehe ich allerdings eine Mitteilung vom Verein Grüezi Wetzikon, die neu heisst. Und da lese ich: Lokale Standortförderung für Wetziker Unternehmen, Vereine und Organisationen als Netzwerk in der wirtschaftlichen Entwicklung. Das ist ja genau das, wo die Standortförderung auch will. Braucht es denn das Grüezi Wetzikon überhaupt? Der Stadtrat hat sich ja um das auch gekümmert und hat sich mit dem auseinandergesetzt. Und ja, es braucht das Grüezi Wetzikon. Aber eigentlich wäre es doch gescheiter, die würden sich bei euch engagieren und integrieren. Die wollen ja unter anderem 60 Unternehmen bündeln. Und das geht ja genau in die gleiche Richtung. Also da sind wir schon wieder so ein bisschen bei diesen Einzelkämpfern. Die Wetziker machen ein bisschen etwas, die machen ein bisschen etwas. Dann das Oberland als Ganzes macht auch etwas. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, das läuft nicht miteinander. Das läuft schon miteinander. Es hat beides Platz nebeneinander und es tut einander ergänzen und befruchten. Wenn wir Grüezi Wetzikon ist ja auch ein Teil dann von einer Plattform, von einer digitalen Plattform, von einem digitalen Marktplatz. Das haben wir heute in Wetzikon nicht. Das haben wir auch im Zürich-Oberland in diesem Verein noch nicht in dieser Organisation. Und es ist so, dass wir eigentlich vom Kleinen ins Grosse gehen und Wetzikon kann für sich diesen Bereich so pflegen und stark machen für Wetziker, eben regional unterwegs sein. Und wir haben dann die Verbindung zum Zürich-Oberland, zum Ganzen und können so miteinander noch mehr erreichen. Aber wäre es nicht gescheiter, es gibt einfach eine Organisation und dafür würde man Kräfte bündeln? Das machen wir in der Region, aber ich glaube, wir bringen die Kraft nicht auf den Boden, weil wir dann zu unterschiedlich sind. Es braucht in der Stadt etwas, das für die Stadt schauen tut. Eine Stimme ist nach außen für die Stadt und eben auch den Bedürfnissen von uns als Stadt gerecht wird. Und es braucht die ganze Organisation, die die verschiedenen Interessen auch wieder bündeln tut. Standortförderung gibt es auch an anderen Orten. Zürich hat eine, Winterthur hat eine. Und das ist ja gleichzeitig dann auch so ein bisschen Konkurrenz in diesem Bereich. Wo kann sich dann das Oberland differenzieren von diesen beiden Grossstädten? Die sind anders aufgestellt, die haben andere Angebote. Ich glaube, wir müssen uns auch nicht sehr differenzieren. Man muss wahrnehmen, dass es das Zürich-Oberland gibt. Man muss die Stärken sehen, die das Zürich-Oberland hat. Mit dem tun wir uns differenzieren. Wir wollen auch nicht, dass wir irgendwie der Ballenberg werden vom Kanton Zürich oder so. Wir wollen die Stärken, die wir heute haben, noch stärker machen. Wir wollen dort, wo es nötig ist, besser werden. So, dass wir eben nicht verloren gehen in diesem ganzen Gebiet, weil der Kanton Zürich ist der Wirtschaftsmotor der Schweiz und wir im Zürich-Oberland sind mit im Kanton Zürich, also sozusagen das Herz vom Kanton Zürich. Da gibt es einen spontanen Applaus und ich höre, die Ziele sind schon recht ehrgeizig. Wir kommen schon fast am Schluss von der Sendung. Wenn Sie einen Tipp müssten, am Nachfolger oder der Nachfolgerin geben, was wäre das? Ein Tipp? Ich habe persönlich, glaube ich, guten Erfolg gehabt, dass ich mich im Stadtrat als Coach verstanden habe. Also ich wollte eigentlich so arbeiten, dass jede Meinung, jede Persönlichkeit seine Meinung haben kann, dass die zur Geltung kommt, dass die zum Tragen kommt. Und ich glaube, wenn man sich so versteht als Stadtpräsident im Gremium, dann kann man den Stadtrat gut führen, hat eine gute Stimmung und dann kann man einfach am meisten erreichen. Ich will zum Schluss mit Ihnen noch schnell eine Kurzrunde machen. Es ist aber nur dann eine Kurzrunde, wenn die Antworten wirklich kurz sind. Was ist Ihr persönliches Highlight als Stadtpräsident gewesen?
dürfen mit Menschen von Wetzikon zusammenkommen, treffen und schwätzen. Auf was freuen Sie sich besonders ab dem Juni? Auf mehr Freizeit. Was empfehlen Sie Ihrem Nachfolger? Sich als Coach verstehen und auf Menschen von Wetzikon hören. Was ist eine typische Wetziker-Spezialität, die man kennen sollte? Ich finde ganz speziell das Pure hier in Wetzikon, geräucherten Fisch, geräucherten Lachs. Das kann ich jedem empfehlen, mal probieren. Was ist der schönste Ort in Wetzikon? Es hat in Wetzikon ganz viele schöne Orte. Ich gehe nicht so gerne in den Pfäffikersee, weil es dort häufig sehr viele Leute hat. Und darum findet man mich mehr im Tobel als im Pfäffikersee. Und wo trifft man Sie am meisten an? Im Tobel am Spazieren oder daheim auf dem Balkon. Herr Rüfenach, danke vielmals. Sind Sie nach dem grossen Wahlsonntag bei uns gewesen. Und das ist Ihr Applaus. Dankeschön. Danke. Danke vielmals. Ruedi Rüfenacht war das, noch Stadtpräsident von Wetzikon. Der nächste Landtag findet wieder hier in der Garage statt, und zwar am 25. April. Dann steht der Love Ride im Zentrum. Gast ist der Bruno Leutweiler, der für den Love Ride verantwortlich ist. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei wären, entweder direkt vor Ort oder sonst am Bildschirm oder über die Homepage von Top Online oder von zürichost.ch. Danke fürs Interesse, schönen Abend. Auf Wiedersehen.